Wir befinden uns hier in der Abteilung für Verhaltensbiologie in den Laborräumen, wo wir eben verschiedenste Hormonkonzentrationen bestimmen. Wir bekommen hier unterschiedlichste Proben von unterschiedlichsten Tierarten und das Ziel ist es, hier die Hormonkonzentration aus diesen unterschiedlichen Proben von den vielen verschiedenen Tierarten zu bestimmen. Die tägliche Arbeit im Labor sieht folgendermaßen aus. Wir bekommen diese unterschiedlichsten Proben, wie ich das gerade schon erklärt hatte, Blut, Speichel, Kot und so weiter. Die müssen wir zunächst einfach mal aufarbeiten. Da müssen wir die Fäden manuell zerkleinern, indem wir die in eine methanologische Lösung geben und mit der Schere dann zerkleinern. Dann kommt es noch in Ultraschallbad, wird dort noch einmal, die Oberfläche wird noch einmal sozusagen zerstört, sodass das Hormon letztlich dann freigesetzt werden kann. Das macht man über einen Schüttler, über Nacht muss das dann inkubiert werden und dann haben wir einen Extrakt, in dem sich das Hormon befindet. Und der letzte Schritt schließlich ist dann, dass wir die Hormone selber bestimmen. Das geschieht über den sogenannten ELISA. Genau, hier haben wir unser Extrakt, wo unser Hormon sich drin befindet. Das pipettieren wir jetzt hier in das Well, wo es am Ende gemessen wird. Jetzt haben wir hier unseren ELISA-Kit und den stellen wir hier in unser Photometer. Dann kann eben der Farbumschlag gemessen werden und auf diese Weise die Menge unseres Hormons in der Probe. Genau, und hier haben wir jetzt unser Ergebnis. Das heißt, hier sehen wir im Prinzip unseren ELISA-Kit mit den verschiedenen kleinen Wells und da steht jetzt unsere Hormonkonzentration drin. Warum ist es wichtig, Hormonkonzentrationen zu bestimmen? Uns interessiert, wieso Individuen sich an bestimmte Umwelten anpassen können oder nicht anpassen können, in welchen Lebensphasen das möglicherweise der Fall ist. Und um diese Art Fragestellungen zu beantworten, müssen wir das komplexe Zusammenspiel zwischen Umwelt, Hormone und Verhalten verstehen, weil wir wissen, dass die Hormone ein ganz wichtiger Mediator ist für Anpassungsprozesse. Und der zweite wichtige Punkt ist eben, dass wir uns zum Beispiel anschauen, inwieweit Haltungsbedingungen im Zoo tiergerecht sind, inwieweit auch oder im Labor oder im Tierheim haben wir auch schon Kooperationen gemacht, indem wir auch Stresshormonkonzentrationen anschauen. Letztlich mit dem Ziel, ein ideales Haltungssystem für Zootiere zu finden, zu wissen, wie die Leute zu Hause ihre Tiere optimal halten und ähnliche Fragestellungen.